ich habe am Lernhaus teilgenommen, weil ich ein bisschen erfahren wollte über das digitale Zeitalter, wollte ich ein bisschen Bescheid wissen. Ich wollte ein bisschen mitreden können mit der Jugend. Ne? Man erfährt hier mal was, man hört da mal was. Auf dem Fernsehen hört man so oft, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie nach unter www. Ja, wenn man nichts kann, kann man nicht nachschauen. Ne? Inhalte des Grundkurses sind zum Beispiel die Nutzung von Mail und die Internetrecherche. Im Aufbaukurs geht es dann schon um etwas schwierigere Dinge, wie zum Beispiel Arbeiten mit Skype, das ist Telefonieren über den Computer, oder auch Grafikprogramme. Ich tue sehr viele E-Mails schreiben. Ich tue Einkaufen mit dem Computer. Ich mache Online-Banking. Ich tue sehr viele Bilder ordnen. Tja, was mache ich noch? Ja, natürlich. Ich backe Kuchen über den Computer sogar. Ja, ja, ja. Ich habe für meine Enkelin einen Kuchen gebacken, die hat sich einen Zauberkuchen gewünscht, habe ich noch nie gehört. Sie sagt, ja Oma, schau mal im Internet, da steht garantiert das Rezept drin. Ich habe im Internet gesucht bei Google, habe den Zauberkuchen gefunden, habe ihn gebacken und er hat wunderbar geschmeckt. Ich habe das Daheimlernen sehr angenehm empfunden. Die Unabhängigkeit, ohne jetzt an bestimmte Zeiten und Termine und gebunden zu sein, sondern dass man das jederzeit, wenn es einem gerade noch ist und man Lust hat, dann kann man das ja daheim machen, gerade wie man will. Es kam vor, dass ich mich mal eine ganze Woche jeden Abend 1-2 Stunden hingesetzt habe. Und manchmal war es auch länger, weil man vergeht ja die Zeit dabei oft so schnell, dass man es gar nicht merkt. Lernen über Computer und Internet oder auch E-Learning, wie man noch sagt, ist eine Methode, die für Ältere besonders geeignet ist, was zunächst erstaunlich scheint. Aber es gibt viele gute Argumente dafür. Ältere brauchen keine Lernkontrolle, sie müssen ihren Lernweg selber bestimmen können, sie brauchen niemand, vor dem sie sich rechtfertigen müssen, und das alles ist über E-Learning sehr gut möglich. Auch die Bildbearbeitung, Picasa, ist auch eine sehr interessante Angelegenheit. Man kann da mit den Bildern sehr viel machen. Man kann Ausschnitte, man kann sie in der Helligkeit, in der Gestaltung, in der Schärfe und so weiter verändern. Man kann da so viel machen und ja, natürlich die Zuschauer auch begeistern damit. Zum Beispiel hatten wir neulich eine interessante Runde, waren Freunde da und wir haben uns also dann die Bilder angeschaut von unserer Bergtour. Das hat uns natürlich allen sehr viel Freude gemacht. Und dass natürlich die Sache mit den digitalen Geschichte wesentlich einfacher ist wie früher. Mit Dias und Aufstellen und Leinwand und. Natürlich tut man sich etwas leichter in dem Kurs, wenn man schon geringe Vorkenntnisse hat. Aber wir nehmen auch Teilnehmer, die noch nie mit dem Computer zu tun hatten. Dafür gibt es eben die Tutorinnen und Tutoren, die die Älteren dann beim Lernen begleiten und einführen. Das Besondere beim Lernhauskurs ist ja auch, dass die Tutoren im Vorfeld des Kurses auch online geschult werden. Da werden zum Beispiel Themen bearbeitet wie das Lernen in einer Online-Plattform. Welche Mittel habe ich, wenn mir der Augenkontakt fehlt? Wie kann ich am Telefon lehren und Fragen beantworten? Ich habe teils daheim gelernt. In der Woche so 2 bis 3 Stunden, das habe ich also hinbekommen. Und dann natürlich jede Woche im Mehrgenerationenhaus, jeden Donnerstagabend um 5. Es war ein wunderbares Miteinander. Man hat sehr viele Leute kennengelernt und man war nie allein. Und wenn man mal nichts gewusst hat, war es auch nicht schlimm.
Man kann nicht alles wissen. Anschließend haben wir auch oft die Tutoren. Man präsent, konnte man die persönlich fragen. Es wurde manches per Film erklärt. Es wurde gefragt, kommt ihr zurecht, habt ihr Probleme? Also es war rundum, war man umsorgt. Diese ganze Sache hat das Lernhaus mir sehr positiv nahegebracht. Und ich habe da erst gemerkt, welche Möglichkeiten man mit dem Computer hat und was man damit alles machen kann. Das war mir vorher unbekannt. Sehr schön. Sehr schön.